Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Was geht ab? Ja, ich begrüße euch zu diesem Format. Ihr kennt das Format mittlerweile. Heute wird wieder mal ein bisschen erzählt, gequatscht, so ein paar Neuigkeiten aus der Werkstatt hier auf meinem Kanal und natürlich ein kleines Projekt, was ich noch nebenbei machen möchte, euch zeigen möchte. Ich habe nämlich ein bisschen Restmaterial da vom letzten Projekt und ja, bevor es jetzt einfach rumliegt, habe ich mir gedacht, baue ich mal ein kleines Regal für diese Flaschen hier. Was sind das für Flaschen? Das sind Lebensmittelflaschen, also da waren ursprünglich Getränke drin. Da kommen demnächst Öle rein, das heißt Öle wie zum Beispiel Leinölfirnis oder Beize, irgendwie Hartwachsöl, sonstige Sachen. Nur als Info, ich bin der Einzige, der hier in der Werkstatt arbeitet. Es kommen keine Kinder, keine Besucher in die Werkstatt. Von daher besteht auch nicht die Gefahr, dass irgendwann mal einer aus dieser Flasche Öl trinkt. Also irgendeine chemiehaltige Substanz sozusagen. Nur zur Info. Jetzt habe ich echt viel zu viel gelabert. Fangen wir einfach mal mit dem kleinen Projekt an. Bleibt auf jeden Fall dran, falls es euch interessiert. So, jetzt legen wir los. Ja, wie schon erwähnt, habe ich hier noch Reste von meinem letzten Projekt. Das sind 10 mm dünne Bretter, Eichebretter. Und da habe ich mir schon ein paar Markierungen reingesetzt. Mit dem Kreisschneider werde ich einfach reinschneiden. Unten kommt dann ein Boden hin, damit die Flaschen nicht durchfallen. So, und hier haben wir jetzt unser Brett. Die Seitenteile werden wir jetzt verbinden an das Brett. Und das machen wir ganz einfach, natürlich mit Leim und Klebeband. Erst drehen wir das Ganze mal um. Jetzt werden wir uns erstmal hier ein bisschen mit Klebeband helfen. Okay. Noch in der Mitte noch was, damit es jetzt sicher hält. Wir drehen das Ganze um, tragen wir ein bisschen Leim auf, ganz wenig, muss nicht viel sein. Das ist schon fast zu viel, weil das nämlich jetzt schön rausdrückt. Noch hier auf der Seite. So, jetzt haben wir hier noch zwei Leisten, die wir anbringen werden. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier den Boden schließen. Einfach so zumachen, was natürlich jetzt nicht so schön aussieht. Weißt du was, ich mache das einfach. Weil das wird sowieso ein bisschen tiefer hängen an der Wand und da sieht man eben nicht, dass das unten verschraubt ist oder verklebt ist. Nehmen jetzt unsere untere Platte. So, die Gewichte habe ich jetzt weggenommen. Sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Ich werde hier vorne noch was hinmachen, damit die Flaschen nicht umkippen. Und dazu habe ich jetzt auch mal eine coole Idee. Hier kann jetzt die Schnur durch. Jo, jo, jo. Machen wir hier den Knoten rein. So, einmal.
So, und jetzt haben wir auch unsere Schnur davor. Da kann nichts nach vorne kippen, auch nicht nach hinten. Jetzt können wir auch ein bisschen schleifen, die Oberfläche behandeln und dann wären wir auch soweit fertig. Ich find's cool. Was meint ihr? Kann man das so lassen? Stabil ist es auf jeden Fall, da kippt nichts um. Die Schnur ist fest. Top. Ja, das Mini-Projekt ist fertig. Die Bretter, die hatte ich ja da gehabt, das sind ja Resthölzer. Und da hat mich auch jemand gefragt, oder mehrere haben sogar gefragt, wo ich diese 10 mm dünnen Eiche-Massivhölzer bekommen habe oder die Bretter bekommen habe. Die habe ich natürlich nicht so gekauft. Ich habe die mir aus so einer Bohle rausgesägt. Das sind so ein paar Abschnitte gewesen, die ich mir aus der Tischlerei besorgt habe, an der Tischkreissäge aufgetrennt habe und dann durch einen dicken Hobel gejagt habe. Somit hatte ich dann schöne 10 mm dünne Bretter gehabt. Das habt ihr natürlich im Video nicht gesehen, weil ich nämlich die Bretter vorher schon gefertigt hatte für ein privates Projekt, was jetzt nicht unbedingt auf YouTube gezeigt werden sollte. Allerdings ist das Projekt dann doch in die Hose gegangen, beziehungsweise derjenige, der das haben wollte, wollte es dann doch nicht mehr haben und dann hatte ich das Material da rumliegen. Also habe ich mir gedacht, gut, mache ich doch mal ein schönes Projekt raus, eine Werkzeugkiste. Meiner Meinung nach ist es auch gut gelungen. Ja, was gab es noch? Ja, da bin ich jetzt drauf eingegangen. Demnächst möchte ich auf jeden Fall in meinen Projekten das Thema Leder mit reinnehmen, weil auch Lederbearbeitung mir sehr, sehr gut gefällt. Habe jetzt in letzter Zeit sehr viel Zeit gehabt und mir ein paar YouTube-Videos angeschaut. Da gibt es wirklich tolle Projekte, wie Leute zum Beispiel aus Leder sich eine Tasche bauen oder das Ganze mit Holz kombinieren, so wie ich das ja eigentlich auch vorhabe. Aber wenn überhaupt, kommt das Ganze erst in ein, zwei Monaten, wenn ich umgezogen bin, denn in der großen Werkstatt werde ich dann höchstwahrscheinlich etwas mehr Platz haben. Und da richte ich mir eine kleine Ecke ein, wo ich dann die ganzen Arbeiten machen kann. Ich hatte erstmal so ein bisschen an Metallverarbeitung gedacht, aber für Metallverarbeitung braucht man wirklich einige Maschinen noch, zusätzliche Maschinen, was ja wieder Geld kostet, wieder Platz kostet. Und ich habe mich erstmal für das Arbeiten mit Leder und Holz, die Kombination, entschieden. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen. Wie findet ihr eigentlich Leder, das Arbeiten mit Leder?
Passt es zu Holz oder nicht? Gefällt es euch oder nicht? Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Hashtag Leder. Dann werde ich mir mal Gedanken machen, je nachdem, wie viele von euch dafür sind. Es ist ja so, dass ich eigentlich jetzt gerade umgezogen sein sollte. Ja, ich hatte nämlich angekündigt, dass ich am 1.4. umziehen werde. Das hat sich jetzt um 2-3 Monate verschoben, und zwar zum 1.7. Ich hoffe nicht länger, weil wir jetzt gerade auf die Ämter warten. Da fehlen ein paar Dokumente und. Das zieht sich noch ein bisschen, jetzt gerade wegen der Corona-Krise. Aber ich bin ja hier noch und ich muss ja nicht sofort weg. Von daher passt das alles. Was ich noch sagen wollte, bei meinem letzten Projekt, da ging es ja um die Werkzeugkiste, beziehungsweise ja, Werkzeugkofferkiste. Da habe ich die Kommentare mal gelesen und mir ist aufgefallen, viele haben nach dem Holz gefragt, woher ich das ganze dünne Holz herbekommen habe. Ich habe das dünne Holz natürlich jetzt nicht so gekauft, sondern das waren dicke 4 cm Bohlen, die aber schon abgerichtet und geschliffen waren. Das waren nämlich Abschnitte von massiven Tischplatten. Die habe ich an der Tischkreissäge aufgetrennt, einmal durch einen dicken Hobel gefahren. Da waren sie quasi auf 10 mm runtergehobelt. Warum ihr das im Video nicht gesehen habt, das liegt daran, weil das Material ursprünglich für ein anderes Projekt gedacht war, für eine private Sache, also nichts für YouTube. Deswegen war das schon fertig. Jetzt hat der Auftraggeber, also ein Kollege, gesagt, nee, der will das doch nicht haben. Und jetzt hatte ich das Material hier rumliegen gehabt. Ja, dann kannst du ja schlecht sagen, ich bringe das wieder zurück. Einige Stücke habe ich noch übrig und daraus werde ich mir dann demnächst meine anderen Projekte bauen. So, das war's wieder mal, liebe Freunde. Es gab ein paar Informationen, die ihr von mir wissen wolltet. Darauf habe ich geantwortet. Und es gab natürlich ein kleines Projekt. Mein, tada, Regal für meine ganzen Öle, die ich hier mittlerweile griffbereit direkt an der Werkbank habe. Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Adios.